2025, was geht hier alles ab? Ich kann schon mal vorher verraten, eine ganze Menge. Ich bin ja mit dem C64 mit verschiedenen anderen Geschichten in Berührung gekommen. Beispielsweise diese Gehäuse, die ich dann mittels eines CAD-Programms selber entwickelt habe. In Zukunft wird es also diese Gehäuse fertig zu kaufen geben, ohne dass man noch irgendwas nachbearbeiten muss. Die passen also perfekt, sind genau auf meine Platinen abgestimmt und somit ist das also wieder ein echter Gewinn. Neben den 3D-Druckgeschichten habe ich auch Berührungspunkte gehabt mit Mikrocontrollern, also MCU, Microcontroller Unit. Diese Mikrocontroller arbeiten beispielsweise in dem XOM1541, aber auch in den SD2IECs, also diesen Kartenlesegeräten für den C64 als Floppy-Ersatz. Diese Mikrocontroller, die fand ich also ganz spannend. Also Mikrocontroller, da ist einerseits ein Mikroprozessor drin, aber auch ein Arbeitsspeicher und ein Programmspeicher und auch verschiedene Ein-Ausgabemöglichkeiten. Was ich dabei festgestellt habe, das ist, dass diese wirklich topmodernen Mikrocontroller auch unter anderem ein Kommunikationsprotokoll drin haben, das auch schon der C64 kann. Das nennt sich UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Und da habe ich dann einfach mal so einen kleinen Versuchsaufbau gemacht, habe so ein bisschen rumprobiert. Wieder die Standardrahmenfarbe und so kann man dann noch weiterspielen. Ich habe mir auch noch eine kleine App gebastelt und die zeigt mir jetzt also auch einerseits die Temperatur an und andererseits kann ich eben auch wieder die Rahmenfarben ändern. Und so kann also der C64 trotz seines hohen Alters mit ganz, ganz modernen Hilfsmitteln kommunizieren. Dass der C64 eine ganz tolle Schnittstellenpolitik in sich trägt, das ist nichts Neues, der konnte schon immer mit allen möglichen Sachen kommunizieren. Und diese Kommunikationsmöglichkeit mit Mikrocontrollern, die hat mich jetzt auf eine ganz andere Sache gebracht. Und zwar sind das diese kleinen Autos. Oberbegriff Car System, Maßstab 1:87, H0 Modelleisenbahn. Kommen die Dinge auch her, nämlich von der Modelleisenbahn. Die waren vor ein paar Jahrzehnten schon einfach eine kleine Ergänzung, dass auf den Flächen, auf denen eben keine Gleise waren und keine Züge gefahren sind, sich ein bisschen was bewegt hat. Diese Autos waren eigentlich nur ein Elektromotor, ein Akku und ein Ausschalter. Man hat die angeschaltet und dann haben sie da ihre Runden gedreht. Heutzutage ist das ganz anders. Diese Geräte sind also wirklich Hightech-Teile, vollgestopft mit Elektronik und auch das Drumherum ist natürlich alles sehr modern geworden. Und
da fügte sich für mich einiges zusammen. Ich fand die erste Version dieser Autos überhaupt nicht spannend, also nur mit dem Elektromotor. Die sind also entlang gefahren, in einer einzigen Geschwindigkeit, immer gleichbleibend. Wenn da so eine Stoppstelle kam, Stoppstelle wäre also so ein Elektromagnet, dann ist das Auto ruckartig stehen geblieben. Sobald der Elektromagnet das Auto freigegeben hat, geht es ruckartig weiter. Hat mich überhaupt nicht angemacht. Die heutigen Autos haben eigene Gehirne, eben Mikrocontroller. Die besitzen eine eigene Intelligenz. Sie können nicht lenken, sie werden über eine Spur geführt, aber sie können langsam beschleunigen, sie können sanft abbremsen, sie haben Beleuchtung rundherum und zwar situativ bedingt. Wenn der um die Kurve fährt, dann blinkt der. Wenn der abbremst, gibt es ein Bremslicht. Er hat einen Warnblink, er hat ein Fernlicht, er hat diese Rundumleuchten. Haben Rücklicht, können sogar ganz kurz, also kurze Distanzen können sie auch rückwärts fahren. All diese Geschichten, die kann man also jetzt da einbauen und über den Mikrocontroller und die entsprechende Verschaltung mit der Software natürlich dann auch so steuern, wie man das möchte. Das heißt, man hat ganz andere Möglichkeiten, man kann richtige Fahrszenarien aufbauen. Reagieren auch aufeinander, denn sie haben Infrarotempfänger und Sender eingebaut und dadurch wird beispielsweise die Abstandsregelung realisiert. Was auch damit gemacht wird, ist, dass man einfach Befehle über Infrarot an das Auto sendet. Sagen wir mal, da ist irgendwo ein Straßenschild, gefährliche Kurve, dann soll das Auto natürlich davor abbremsen. Also versteckt man irgendwo in dem Busch in der Anlage eine kleine Infrarotdiode, die eben den Befehl sendet, fahr hier langsamer. Und schon bremst das Auto ganz behutsam ab. Man sieht Bremsleuchten und vor der Kurve hat es die Geschwindigkeit erreicht, mit der es sicher durch die Kurve durchfahren kann. Also ganz interessante Geschichten. Das geht dann weiter in Richtung Ampel, Schaltungen, Kreuzungsszenarien. Also man kann da wirklich echt viel machen. Das hier ist natürlich ein kommerzielles Produkt, also das kann man so im Handel kaufen und das ist mein Prototyp, mit dem ich aber schon sehr viel Spaß hatte. Der ist natürlich noch nicht fertig, da ist noch viel zu tun, da gibt es also noch einiges auf diesem Kanal dann zu sehen. Einerseits der 3D-Druck. Chassis, Cockpit, Aufbau, was man eben so braucht an dem Auto, kann man über 3D-Druck lösen heutzutage. Dann die Elektronik. Eine Platine entwickeln, darauf der Mikrocontroller, Peripherie, Ein-Ausgabe, Infrarotempfänger, Sender. Die Hardware muss dann natürlich mit der Software wiederum gesteuert werden. Die Software möchte programmiert werden. Das Ganze fahrphysikalisch irgendwo sinnvoll darstellen zu können, sodass es auch realitätsgetreu ist. All diese Geschichten, das muss alles die Elektronik übernehmen. Und letztendlich, wenn so eine Anlage dann mal steht, muss sie irgendwie gesteuert werden oder programmiert werden. Auch das kann wieder ein Fall sein für den C64. Wir haben gerade gesehen, Bluetooth als modernste Möglichkeit. Also da kann man vieles machen. So viel also zu diesen kleinen Autos und als ob das noch nicht genug wäre, hat sie noch dieses große Auto dazu gemogelt. Das ist ein Wohnmobil von 1992, habe ich jetzt seit einem halben Jahr, habe da ein bisschen was dran modernisiert, ausgebaut, umgebaut und jetzt kommt aber auch da der Punkt, ich möchte da Elektronik drin haben. Ich habe da eine Platine entwickelt, habe mir also verschiedene Gedanken gemacht, was ich da jetzt haben möchte in diesem Auto. Die Platine habe ich bestellt, die ist noch nicht da. Wenn es soweit ist, dann werde ich die auch wieder hier behandeln. Und schlussendlich möchte ich natürlich auch wieder einen C64 in diesem Wohnmobil haben. Sind ja altersmäßig sowieso gleich.
Der C64 von 1982 bis 1994 wurde der produziert, das Auto 1992. Die werden sich also gut vertragen, da bin ich mir sehr sicher. Es wird also richtig bunt werden hier auf dem Kanal. Es wird rund um den C64 gehen, um Hardware für den C64, um kleine Autos, um große Autos, um Mikrocontroller. Und der C64, unser Lieblingsheimcomputer, der ist natürlich überall mit dabei. Genau diese Verknüpfung, die macht das kommende Jahr für mich so spannend. Da ist einiges zu tun. Vielleicht konnte ich euch den Mund so ein bisschen wässrig machen und man sieht sich bei dem einen oder anderen Video wieder. Bis dahin wünsche ich erstmal eine gute Zeit. Macht's gut.